sind wir wieder, immer noch live von der Love Parade 1998. Wir haben eben in Worten von Dr. Motte gelauscht, danach hatten wir Westbam im Interview und jetzt sind wir wieder hier. So sieht's aus, ja. Hier ist immer noch unverändert Partystimmung, es wird langsam dunkel. Also die sind wirklich total gut drauf, diese Menschen hier, es ist unglaublich. Also man will es echt kaum glauben, obwohl es so geregnet hat eben, aber jetzt ist ja alles gut. Sonne scheint jetzt auch nicht mehr. Aber Maruscha legt jetzt gerade auf. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt. Ja? Das ist jetzt im Moment Maruscha, die dort auflegt. Die Dame mit den grünen Augenbrauen. Für alle, die sie nicht kennen. Und natürlich kennt ihr sie alle. Wir schalten jetzt mal rüber. Gucken, was Maruscha macht. Thank you.
Produktionstechnisch ist so, oder? Überhaupt ein Kind oder geheiratet oder geschieden? Oder? Wir geheiratet noch nicht. Also ich bin zwar immer noch mit meiner Freundin zusammen seit 4,5 Jahren, aber heiraten noch nicht. Also mein neuer Maxi kommt raus, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Die kommt Ende Juli raus. Die heißt G3 EP auf Gigolo. Und ich arbeite halt jetzt an einem Album. Also das ich hoffentlich Anfang nächstes Jahres rausbringen werde. Nachdem Zusammenarbeit mit Hell und wie an seinem Album jetzt fertig ist, kann ich mich jetzt auf meine eigenen Sachen konzentrieren. Das wird dann hoffentlich auch total Gigolo-Styly, oder? Ja, natürlich. Also, ihr werdet schon sehen. Wir haben morgen große Labelparty im WMF. Ich hatte vorhin auch schon den Chris Porter im Interview. Freust du dich darauf irgendwie? Magst du den? Findest du den gut, oder? Also ich freue mich total drauf, weil einmal wieder wie einmal im Jahr mit allen Gigolos zusammen zu sein, bei einer eigenen Party und natürlich dann auch jetzt wie hier auf der Lawn Parade, dann alle prominenten Gäste so wie du oder alle anderen da zu haben und mit denen eine schöne Party zu feiern, am Sonntag natürlich. Also freue ich mich total drauf. Was fällt dir ein zum Thema One World, One Future? Nichts. Okay, danke. Warum legst du eigentlich heute nicht auf? Du bist doch auch Melee Headliner. Du müsstest doch ja auflegen. Du bist doch Melee Headliner eigentlich. Ja, also ich lege heute Globus auf. Leider nicht hier, aber das wird vielleicht in ein paar Jahren so sein. Keine Ahnung. Alles klar. Ich danke auf jeden Fall für die ausschöpfenden Auskünfte hier. Danke dir auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Ja. Und ich gebe zurück. Ihr guckt euch noch ein paar Sachen an. Wir sehen uns später nochmal wieder. Bis dann.
is not specifically too good. It's suggested that you do stay away from that. Of course, it's your own trip, which would be my guess, but please be advised that there is a warning on that one. Is there anybody out there? Stehen gewandt. Der Natur des Menschen gibt es keine.